alle Schornsteinfeger in Rheinland-Pfalz wünschen ein gutes, neues, vor allem gesundes neues Jahr. 2019 ist nicht nur das Jahr, in dem wir das 70. Jubiläum der Bundesrepublik und des Grundgesetzes feiern. Es ist auch ein Entscheidungsjahr für Europa. Was die europäische Idee bedeutet, das brauche ich doch Rheinland-Pfälzern und Rheinland-Pfälzerinnen nicht zu erklären. Wir leben Europa jeden Tag. Wir werden dieses Jahr eine gemeinsame, sehr wichtige Herausforderung haben. Die Europawahlen, die für ganz Europa, aber vor allem für Frankreich und Deutschland so bedeutungsvoll sind. Am 26. Mai sind wir alle dabei, ein souveränes und geeintes Europa gründen zu können. Ja, das Jahr 2019 hätte eigentlich nicht besser beginnen können als mit so einem grandiosen Empfang hier in der Staatskanzlei am nächsten Sonntag, dann auch bei uns in Annweiler und bei uns ja dann der Rheinland-Pfalz-Tag vom 28. bis 30. Juni. Wir freuen uns riesig darauf. Die Vorarbeiten laufen auf Hochdampf und ich glaube, das wird ein wunderschönes Fest, das wir feiern werden und wir laden Sie alle ganz herzlich ein. Ja, 70 Jahre Grundgesetz, das ist ein ganz, ganz toller Geburtstag. Der ist aber nicht nur zum Feiern da, sondern der ist auch Aufforderung an uns alle, gerade aber auch an die jungen Leute bei uns im Land, gut darauf aufzupassen, dass das, was da drin steht, auch weitergelebt wird, dass das weiter gilt in unserem Land und dass wir alle zusammen gut auf unsere Demokratie aufpassen. Denn unsere Zukunft hängt davon ab, ob wir auch diese Demokratie in den nächsten vielen, vielen Jahrzehnten weitertragen können.